Willkommen zurück zu Demon's Dream, das große Finale. Höchstwahrscheinlich, mal schauen, vielleicht auch noch nicht. Ich weiß es nicht, wie lange wir noch in diesem wunderschönen Ort verbleiben werden. Mal schauen, was die nächsten Flammen hier uns offenbaren werden. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, nächste Woche läuft es besser. In diesem Sinne, macht's gut und bis denne! Spaß, Leute, wir machen natürlich weiter. Ja, es waren ja gar keine Gegner mehr, das waren ja jetzt Todesflammen, wie im letzten Raum auch schon, den wir einfach nur ausweichen müssen. Gut, das ist mir ehrlich gesagt auch lieber wie jetzt Gegner, die uns ehrlich gesagt ja auch nur noch aufhalten auf unserem Wege, nicht wahr? Ja, das große Finale, aber kein, nicht als Premiere festgelegt. Das liegt daran, weil ich ganz genau weiß, dass es mit diesem Part noch nicht vorbei sein wird. Denn mir wurde nahegelegt und gut, mir wurde da etwas vorne weggenommen, was aber auch gut ist, sonst hätte ich es eventuell falsch gemacht und dann hätten wir Content verpasst und das wollen wir natürlich. Okay, ich werde dazwischen gleich ab und zu mal speichern. Die verhalten sich halt wie Gegner, ne? Man tut die so ein bisschen magnetisch anziehen. Was ein bisschen nervig sein kann. Wenn ich die erste sicher hinter mir habe, dann werde ich safen. Dann müssen wir nämlich nicht so oft das immer wieder von vorne machen. Das war schon wieder arschknapp. Ja, es gibt nämlich ein Bonuskapitel in diesem Spiel. Ich muss euch jetzt auch notgezwungen etwas spoilern. Ich mache hier besser Sicherheitssaves. Nicht, dass ich mich da irgendwie in eine Falle manövriere. So, weil das ist... Ach, komm schon! Oh, ich meine, was machen die denn mit uns? Sind die so extrem heiß, dass wir sofort ausgelöscht sind, trotz unserer Werte? Okay, okay, okay. Aber ich glaube, ich habe es mir noch nicht verbaut. Und selbst wenn, ich habe ja noch den anderen Safe. Also verbaut habe ich mir gar nichts. Okay, ich werde das safen, weil das ist eine deutlich bessere Ausgangsposition wie gerade eben. Okay, und weiter. Ja, es gibt ein Bonuskapitel, allerdings kriegen wir das nur, wenn wir am Schluss eine gewisse Entscheidung treffen. Und, wisst ihr noch, es wurde ja schon thematisiert, eine Person darf sich was wünschen. Was ist denn jetzt mit dem Kristall? Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Okay, dann machen wir den. Oh, ich habe jetzt die ganzen Alpha, Beta, Omegas natürlich vergessen, gegen was die anfällig waren. Das war ja klar. Bei ihm Feuer oder Eis, würde ich sagen, aber ich muss jetzt sowieso erstmal Noxus heilen. Deswegen machen wir das so und ich sag, Wasser war der glaube ich nicht. Wir werden einfach mal angreifen. Ja, es wird ja einen Wunsch geben am Schluss und wenn wir den Wunsch von Noxus erfüllen, sorry, dass das jetzt halt so ein halber Spoiler ist, aber das ist halt wichtig für den Extra-Content. Nur dann, wenn wir den Wunsch von Noxus erfüllen, wird es ein Bonus-Kapitel geben. Und das werde ich auf jeden Fall dann auch angehen wollen. Die anderen Wünsche... werde ich nicht machen, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, deswegen sage ich das jetzt schon und nicht am Schluss, wo vielleicht nur noch die Hälfte dabei ist. Ja, das ist leider so. Ihr habt die Möglichkeit, den zweiten Wunsch mit als Kommentar zu wählen. Also entweder Palmeo, Skylar oder Ryoko. Das werde ich dann ganz zum Schluss euren Wunsch noch hinten anrängen. Ich werde nicht alle vier zeigen, weil das wäre ein bisschen umständlich, weil man dann immer den Boss wieder verkloppen muss. Aber ihr dürft zwischen Palmeo, Skylar und Ryoko entscheiden, die, wo natürlich die meisten Stimmen haben, den Wunsch werde ich euch dann ganz zum Schluss zeigen, aber ich werde hier in dem Durchgang Noxus nehmen, dann werden wir nämlich ein Bonuskapitel erleben, von dem ich natürlich jetzt nichts weiß, also, ne, das ist noch alles offen, was dann passieren wird, und das soll auch, das ist auch gut so. Okay, ich mache jetzt mal einen vorsichtigen Feuerschubser, ich habe halt keine Ahnung mehr gegen was der Feuerball, magst du das nicht? Der Schaden ist sowieso gut eigentlich, aber... Okay, es war Feuer. Bei dem Vieh war es Feuer, beim Beta. Gut, aber hilft uns jetzt nichts, denn wir müssen gerade ein bisschen mit dem Heil mal wieder nachkommen. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. So, okay. Also, wie gesagt, deswegen ist das auch noch keine Premiere, denn im Bonuskapitel... wenn da dann das große Finale ist, dann ist das unser Abschluss, unsere Premiere, beziehungsweise dann seht ihr auch nochmal live den zweiten, beziehungsweise euren Wunsch. Ich bin gespannt, wen ihr wählen wird. Ich kann es mir ein bisschen denken, aber ich will euch nicht beeinflussen, deswegen sage ich jetzt nichts. So,
Okay, wir überschreiben jetzt mal hier. Jetzt haben wir nämlich zwei Wege. Unten war ein totes... Hä, bin ich jetzt nicht wieder am Anfang, oder? Nicht sicher. Das war wieder knapp. Shit. Das ist die Sackgasse und jetzt ist das andere Licht noch nachgekommen. Oh mein Gott, Leute. Wie viel Glück habe ich gerade, dass die drei Lichter jetzt auf einem Fleck sind und ich einfach weiter dackle. Okay, alles cool. Links oder rechts? Wir safen nochmal. Okay, links ist aber garantiert... Ja, Sackgasse, okay. Und da ist wieder ein Gegner. Alles klar, okay. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Es gibt auch, glaube ich, nur den. So, den kriegen wir jetzt deutlich schneller kaputt. Ich muss nur noch einmal heilen und dann wird Feuer drauf gerußt, Leute. Und ich bin gespannt. So. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch ein Bad End, wenn wir gegen den Boss sterben werden. Aber ich habe nicht vor zu sterben. Ich weiß ja nicht mal, wer der Boss ist. Ja, wahrscheinlich, ja, irgendwie eine Essenz von diesen Kristallen oder so, ne? Könnte ich mir nur noch vorstellen. Mal abwarten. Doppelangriff. So, jetzt können wir ruhig was Großes raushauen. Flammenchaos. Ich denke, das wird reichen, oder? Ach nee, komm, hau raus, komm. Hey! Ey, jetzt macht mir nicht alles hier. Komm, ich will raushauen. Da. Okay. Wobei wir ja festgestellt haben, dass der sich MP-kostentechnisch gar nicht auszahlt, so richtig. Er ist der zweitstärkste eigentlich. Ja gut, was rede ich denn? Es ist tot. Das ist die Hauptsache. Okay. Skyler erreicht 54, Ryoko auch. Sehr schön. Vielleicht das letzte Mal, dass die einen Stufenaufstieg hatten. So, wir haben es fast geschafft. Der Safe ist eigentlich fast unnötig, aber... Jetzt verstehe ich auch, warum mir empfohlen wurde, speichere oft. Ja, so Instant Deaths sind natürlich fies. Oh Gott, und das sind auch Instant Deaths, ha? Huh? Oh, jetzt wollen sie es aber nochmal wissen hier. Okay. Okay, ich schätze, wir müssen runter. Gut. So, das ist vom Timing her noch angenehm. Hier wird es wahrscheinlich ein bisschen friemlicher. Da speichere ich noch einmal. Okay, das könnte knapp werden jetzt, Leute. Das war knapp. Okay, jetzt runter. Der ist nicht so schnell. Aber der wird wieder kritisch. Ich glaube, es ist besser... Ja, wenn er unten ist, oder? Weil oben... Nee, oben keine Chance, wenn er unten ist. Sorry, dass ich jetzt wie so ein Hasenfuß ständig speichere, aber... Ja, locker. So, und bei ihm natürlich, wenn er oben ist. Alles andere wäre der Tod. Yo, läuft bei uns. Es gab mal, wisst ihr noch, der Tempel der Spiele? Da gab es auch so Minigames und da fand ich das ehrlich gesagt schwieriger. Also zumindest wie bisher. So, hier wieder überlegen. Ha, ist unten oder oben? Wenn es unten ist oder wenn es oben ist? Ich glaube, oben könnte knapp werden, oder? Nochmal. Ah, ist beides super eng. Ich bin mir nicht sicher, was das Richtige ist. Es wird jetzt kniffliger. Ich versuch's mal, wenn es oben ist, aber ich bin mir nicht sicher. Nein. Ah, es tötet aber nicht. Es tötet nicht mehr. Okay. Dann ist ja gut. Dann ist ja nicht so schlimm. Ist sogar ein sehr fairer, zurückgesetzter Punkt. So, das war so. So, was haben wir jetzt bei dem gesagt, wenn es oben ist? Naja. Ah! Oder war das das, wo wir gefailt haben? Ich hätte nichts sagen dürfen, ne? Kaum sage ich, das war nicht so schwer. Jetzt natürlich schwieriger. So, okay. Nee, okay, es muss, wenn es unten ist. Wenn das eine unten ist. Jetzt nicht mehr von oben versuchen. Es geht unmöglich. Da wären jetzt diese Sprintschuhe gut, die wir mal hatten, aber irgendwie war das auch seltsam, ich weiß nicht. So, okay. Es sieht zwar danach aus, aber das, wir müssen tatsächlich dem Ding quasi nachrennen, dann müsste es gehen. Jetzt bin ich hängen geblieben! Ach, jo! Ja, das Finale verzögert sich um mehrere Parts. Wir bitten um ihr Verständnis. Hauen sie da noch so solche Geschicklichkeitskrams hier rein, ey. Furchtbar. Boah, das war aber arschknapp. Okay, jetzt hier überlegen. Ich weiß nicht. Wenn es oben ist? Könnte klappen. Wenn es unten ist? Ich glaube, wenn es unten ist, ist es zu eng.
Okay, ich versuch's. Yes! Okay, gut. Gleich nochmal safen. Aber cool gemacht, das letzte Level auf jeden Fall. Das macht Spaß. So, wir haben hier zwei Tafeln. Erstmal Gegner killen. Dann schauen wir uns die Tafel genauer an. Bist du neu? Nee, du bist so ein Gamma, ne? Gamma? Ich habe keine Ahnung mehr, was du wolltest. Kann es sein, dass du einfach nur Attacken vorgezogen hast? Ja, sehr gut. Dann finde ich Gamma sehr angenehm zu bekämpfen. Jo, der Blitz interessiert uns nicht. Letzter Zug. Und go. Ja, hält er doch einiges aus, aber bleibt noch in der zweiten Runde. 7-5, Bauteile gefunden, Allheilmittel, Palmyra, Stufe 55, MP-Regeneration wurde erlernt. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Berührst du die Flamme, ist deine Reise zu Ende. Ach, das sagst du mir jetzt. Okay, was haben wir hier? Trete nie zweimal hintereinander auf das gleiche Feld. Oh, shit. Gilt das hier jetzt schon? Ich hoffe nicht. Aber gut, danke für diese Info. Die war auf jeden Fall sinnvoll. Ja, das kann ja interessant werden. Niemals zweimal auf das gleiche Feld. Okay. Dann müssen wir mal drauf achten. Ich hoffe, ja gut. Warten wir mal ab. Ja, okay. So, der ist down. Ich will jetzt mal was austesten, ob das hier schon gilt. Ich werde jetzt mal speichern. Jetzt. Okay, hier gilt es noch nicht. Hier kann ich so oft auf Felder, wie ich Bock habe. Okay, wir werden ja dann sehen, was gemeint ist. Aber vielleicht gilt das jetzt auch für den rechten Weg, jetzt, der ab jetzt beginnt. Aber ich fange ja immer links an, ne? Und hier gilt vielleicht die Regel mit dem Todeslicht. Okay, mal schauen. Ach so, vielleicht ist es eine Entscheidung. Boah, ich mag aber diese Todeslichter-Timing-Geschichten nicht. Wenn es eine Entscheidung ist und ich gar nicht mehr nach rechts komme, weil mich beide Wege zum Ziel führen, dann würde ich lieber das hier mal vorziehen. Mal gucken, wie das jetzt abläuft. Okay, noch kann ja nichts passieren, ne? Wenn ich nur einmal auf die jeweiligen Felder, ist ja alles cool. Das heißt, ich gehe jetzt über dieses Eis, wenn ich darf. Ja, also jetzt sehe ich noch nicht das Problem. Ach, okay, ich hab's kapiert. Es geht um diese Eisfelder, okay. Ich dachte, jede Plattform zählt. Aber farblich, okay. Beziehungsweise ich dachte, jede einzelne Plattform darf ich nicht noch erneut nochmal drauf. Aber es geht hier um die Farben. Es geht um die Farben, okay. Alles klar. Ja, das ist auch interessant. Dann fangen wir einfach mal an, ne? Dann nehme ich jetzt lila. Dann nehme ich jetzt weiß. Und dann nehme ich dieses bläuliche. Was mache ich jetzt? Lila, weiß. Was haben die sich jetzt gedacht? Vielleicht niemals zweimal hintereinander. Dann nehme ich jetzt wieder lila. Ah, okay, dann nehme ich jetzt wieder weiß. Und dann nehme ich jetzt wieder das bläuliche, ne? Okay, das war jetzt überhaupt kein Problem. Okay, du bist wasserig, du, aber nee, du warst nicht, warst du Blitz, oder? Ich probier's mal mit Blitz. Dönerwelle. Sollte reichen. Und Ruff. Ja, sehr schön. Jawohl, und blind sogar noch. Ja, da kannst du nichts machen, ne? Mit deinem Lichtschild, das bringt dir jetzt auch nichts mehr. Gut, ich glaube, wir können nochmal draufbashen. Das Ding ist gleich tot. Jo. Okay, nice. So, da links war jetzt der andere Weg mit dem Lichtdingens. Das müssen wir jetzt nicht machen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal durch die Mitte hier. Und sind gespannt, was jetzt kommt. Okay, die Stachelprüfung, werte Freunde. Sehr schön abwechslungsreich gemacht. Also solche Dungeons feiere ich immer am meisten. Gut, das ist jetzt weniger das Problem. Ein bisschen aufpassen natürlich.
Analogstick kann schnell mal ein Fail passieren, aber heute nicht. Okay, gut, das sind wir durch. Aber es geht nochmal in die nächste Runde und wir haben zwei Wege offen. Okay. Was bist du denn? Hatten wir den schon? Zeta. Nee, den hatten wir noch nicht. Gegen was wirst du anfällig sein? Vielleicht Licht? Ich glaube, es ist Licht. Ah, deswegen... Ja, komm, hier mal ein kleiner heilender Finger für Ryoko. Und wir probieren es einfach mal mit Licht. Ah, Chaos, Licht, Geist. Okay, mal schauen. Neuer Gegner. Also jetzt gab es ja in jeder Ebene nochmal unsere alten Gegner. Unsere vier Elementgegner. Shit, das hat ihn geheilt. Vielleicht hat er überhaupt keine Elementschwäche. Oder hat ihn doch geheilt, ne? War ja... Aber egal, der Schaden eben war ziemlich geil. Er hat diesen Schaden gerade gemacht. Egal, wir kloppen einfach drauf. Das wird das Sicherste sein. Okay. Weil der Schaden ist ja bestens, ja, war sowieso eine Schwäche. Okay. Ja, alle vier Elementviechern. Jetzt kam ein neues. Vielleicht ist das die letzte Rätselstufe. Wir haben Stufe 56 erreicht. Tja, jetzt die Frage, wo gehen wir hin? Ich save hier nochmal. Nicht, dass diese Stacheln tödlich sind und... Ich gehe mal hoch, ne? Okay, noch mehr Abzweigungen. Gut, das ist ein Dead End. Da geht es weiter nach rechts und es geht noch weiter nach oben. Aber nicht für lange. Okay. Gut, dann kloppen wir dieses Zeta um. Da bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das die letzte Herausforderung ist. Vielleicht mal abwarten. Dann schauen wir mal, was die Kristalle überhaupt sind, wofür sie da sind, ob sie uns wirklich einen Wunsch erfüllen. Ja gut, ich weiß, es ist Mini-Spoiler, ja, das tun sie. Aber unter welchen Umständen? Vielleicht müssen wir dazu zwingen. Vielleicht tun sie es einfach so, weil sie lieb sind. Wer weiß, wer weiß. So, ich weiß jetzt, ich weiß, da unten war noch ein Weg. Könnte immer noch sein, dass wir eine Kiste oder sowas bekommen, wobei... Die letzten Etagen hier sehr, sehr kistenlos waren. Also ich glaube es fast nicht, aber... Ah, das ist der Ausgang. Ja, jetzt muss ich halt nochmal zurück, ne? Das ist der innere Drang jetzt zu wissen. Ist in der Ecke noch eine Kiste für mich? Vielleicht das ultimative letzte Tarotblatt? Man weiß es nicht. Deswegen, ich muss leider nochmal nachgucken, Leute. Sorry. Aber wenn wir uns nicht verdrücken, geht das eigentlich relativ schnell. Sagte er und rennt rein. Aber es tötet nicht. Es tötet nicht. Ist halb so schlimm. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Mal gucken. Hoffentlich keine Sackgasse, dann war es nämlich umsonst. Ach, schade. Okay. Ach Mann, jetzt mach's nicht mit Absicht hier, Noxus. Böser Junge. Jetzt kommt der Leichtsinn wieder raus. Ja klar, ne? Jetzt will man schnell, ich will schnell wieder zurück und dann verdrückt man sich. Typisch. Typisch für mich. So, aber wir sind gleich da. Da können wir uns ja nochmal auffrischen. Und dann gucken, was als nächstes kommt. So. Yo. Ich werde hier nochmal safen. Oder mal gucken, wie geht's uns. Es geht eigentlich. Brauche ich nicht mal auffrischen. So. Ach, Heilige, was ist das jetzt wieder? Die werden uns... Ich weiß nicht, ob die uns töten. Ich nehme an, wir müssen auf diesen Schalter drauf. Oh, passiert ja echt viel, wenn ich ihn gedrückt habe. Vielleicht gibt es noch mehrere. Mal gucken. Das wird bestimmt auch noch anspruchsvoller. Die haben immer so ein Muster, das sie fahren, ne? Also nebendran darf ich ja wohl hoffentlich sein. Ja, da passiert nichts. Gut, dann gehe ich jetzt da raus. Oh, da kommt ein Gegner. Ich lasse den Gegner kommen. Damit er mich nicht nervt, wenn ich da durch will. Ich finde es immer noch faszinierend, wie die Kugeln so brav dann warten. Aber schön, dass es noch weitergeht. Okay, stopp. Wieso? Heilende Haut. Ich habe gerade heilende Hand gelesen, habe gedacht, hä, bin ich jetzt bei Palmeo? Regner auf die gesamte Gruppe. Kann mich gar nicht erinnern, dass der sowas hatte. Nice. Okay, egal. Das machen wir natürlich nicht. Wir machen Doppelangriff. Dann heilen wir ein bisschen Skylar. Und weiter geht's. Okay. Ja,
So, bei Noxus müssen wir bald die MP auffüllen. Heilen ist auch langsam angesagt. Werde ich gleich tun. Und dann sieht es wieder gut aus. Ich bin echt mal gespannt, was uns da jetzt noch erwarten wird. Und vor allem finde ich es auch sehr kreativ, dass jeder eventuell einen Wunsch äußern darf. Kann man sich natürlich ausmalen, was die sich wohl so wünschen. Bei einigen kann man es sich eher denken, bei anderen wiederum nicht. Wobei, doch, wenn ich so drüber nachdenke. Also Skylar hat ja jetzt mit Blown eine schöne Side-Story bekommen, finde ich. Dass die nochmal aufgegriffen wurde, fand ich sehr stark. Aber ich muss ehrlich sagen, so unterm Strich, Ryoko kam ein bisschen zu kurz mit der Charakterentwicklung, ne? Das ist halt die kleine Diebin, die wir mal mitgenommen haben und das war's. Aber ansonsten, ja, warum nicht? So, also der mittlere Streifen ist ja safe, ne? Da kann ich jetzt einfach schön hinspazieren. Okay, alles klar, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Hier rüber. So, jetzt stellen wir uns vorne an. Reger Verkehr hier, aber der hält uns nicht auf. So, bisher ist das alles ganz gut machbar. Ich vermute, dass da oben der Teleporter kommt, wenn wir alle Schalter betätigt haben. Das wäre so richtig klassisch, oder? So, wie schaut's aus? Kriegt Noxus endlich deinen heiligen Finger, Palmeo? Es wäre sehr nett. Der Junge ist schon auf dem Zug. Sehr schön. Und schon strahlt er wieder. Okay, Doppelangriff. Gut, jetzt ist das eh eine schnelle Runde. Noxus durch seine Werte jetzt auch immer als erstes dran mittlerweile. 9000 Erfahrungspunkte nochmal oben drauf und hier noch ein paar Schalter. Okay, hier wird es ein bisschen interessanter. Ich save nochmal, weil ich weiß nicht, was diese Kugeln machen. Ob sie uns zurücksetzen oder ob sie uns töten. Obwohl, ne, das ist genau das gleiche wie vorhin. Ob es das war oder ob da hinten noch was kommt. Ne, das war's, ne? Ich guck mal, ob der Teleporter jetzt da ist. Ne, da ist noch nichts da. Da muss ich doch nochmal genauer gucken. Vielleicht ist da doch noch was, aber wo? Ah, da unten rechts geht... Ne, da kam ich doch her, ne? Ne, ich kam von unten links. Ha, also einen Weg gibt's auf jeden Fall noch. Okay. Okay, da ist der letzte Schalter, vermute ich mal. Ich könnte jetzt sicherheitshalber halt auch nochmal links gucken. Das ist ja wirklich jetzt nicht so schwer. Tatsache, da ist noch einer. Das müsste jetzt aber gewesen sein. Man wartet halt auf so ein Klackgeräusch oder irgendeine Bestätigung, dass man es richtig macht, ne? Aber man kriegt nichts. Das gehe ich halt nochmal schauen. Das sag bloß da unten. Nee, von da unten links bin ich doch gekommen, ne? Muss ich ja. Muss ja von irgendwo gekommen sein. Also, jetzt gehen wir mal gucken. Ob das jetzt gleich erledigt ist hier. So. Ja, das ist jetzt auch wieder kein Problem. Und hoch. Jawohl, da ist er. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Musikwechsel. Ist es soweit? Ich speichere noch einmal. Wie geil sieht das denn aus? Die World Map. Cool. Jetzt nochmal die ganzen Szenarien, wo wir waren. Wahrscheinlich der Aufenthaltsort der Kristalle, ne? So ein bisschen. Vielleicht. Oh, und die Musik ist auch so gut. Die haben wir schon mal gehört. Da geht's irgendwo hin. Aber wo geht's da hin? Ist das... Ah, das ist bestimmt... Da kann ich nochmal zurück, ha? Komplett raus aus dem Dungeon. Ich will nochmal speichern. Weil nicht, dass er mich rauswirft und ich darf alles nochmal machen. Nur mal gucken. Da komme ich... Das ist geil. Das ist richtig gut, ne? Also theoretisch hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zu erledigen, was ich erledigen will. Aber ich weiß ja, dass wir durch das Bonuskapitel sowieso nochmal die Gelegenheit haben werden. Deswegen können wir gleich weitermachen. Okay, cool. So, Leute, es ist soweit. Also, ne, wenn sich immer so ein Weg so breit eröffnet, dann weiß eigentlich jeder Rollenspieler, was das zu bedeuten hat. Da sind sie, die Kristalle. Und wer ist das?
Wer bist du? Was soll das hier alles? Endlich sehe ich meine Retter. Dank eurer Hilfe habe ich wieder Macht erlangt. Zwei Dämonen und zwei Menschen. Was für eine Ironie. Wovon redest du? Raus mit der Sprache! Nun gut. Mein Name ist Xenophia. Es tut mir sehr leid, aber ich muss euch wohl erst einmal enttäuschen. Enttäuschen? Wovon redest du? Die Kristalle. Sie sind nichts anderes als eine von mir erschaffene Monsterrasse. Sie dienen mir als Energiequelle seit vielen Jahren. Bevor ich euch nun eurem Schicksal überlasse, lasst mich euch die Geschichte der Entstehung des Dämsch-Zeitalters erzählen. Okay. Nice. Unsere bekannte Welt existiert bereits seit über 4,6 Milliarden Jahren. Die Umstände ihrer Entstehung und die Geheimnisse, die sie umgibt, sind uns noch immer unbekannt. Die Rasse der Menschen war geboren und ihre Existenz sollte in Zukunft andere Geschöpfe für immer verändern. Viele Gerüchte und Legenden waren mit der Zeit entstanden. Man erzählte sich von dunklen Wesen, die einen in der Nacht das Blut aussaugten, von geisterhaften Erscheinungen in Wäldern, die einen Menschen für immer erblinden ließen. Angst fing an, die Kontrolle zu übernehmen, und diese war begründet. Die Gerüchte und Legenden waren wahr. Die Dämonen lebten parallel zu den Menschen und passten sich deren Umgebung an. Sie entwickelten sich immer weiter, nahmen den Körper eines Menschen an und lernten zu sprechen und zu verhandeln. Um sich von den Dämonen zu schützen, beschloss die Menschheit, eine Mauer zu bauen. Beide Rassen konnten so koexistieren, ohne sich gegenseitig zu vernichten. Die Dämonen mussten sich etwas einfallen lassen, um ihre Existenz zu bewahren. Ohne eine Nahrungsquelle stand der Untergang kurz bevor. Die intelligentesten unter den Dämonen, die Zorix, hatten eine Idee. Sie schufen eine neue Rasse, die sie als Nahrungsquelle benutzen würden, die Monster. Doch hatten sie irgendwann die Kontrolle verloren und Mensch und Dämon mussten sich verbinden. Schade, hier fehlt mir jetzt so ein bisschen eine epische Musik, aber na gut. Das Dämsch-Zeitalter war geboren, Menschen und Dämonen vereint, um die Monster unter Kontrolle zu bekommen und zu erkennen. Doch Dämonen lassen sich genau wie Menschen leicht beeinflussen. Neid und Habgier konnten sich auch von ihnen nicht verstecken. Und der Text geht einfach zu schnell weg. Ein grausames Schicksal. Aber sehr interessante Background-Story auf jeden Fall. Wir hatten uns vereinigt und jeder musste seine Rolle in unserer Welt erfüllen. Ich selbst war als Königin der Dämonen bekannt und herrschte an der Seite von König Zerus. Sie ist die Dämonenkönigin? Dann ist sie die stärkste Dämonin, die es je gab. Die Menschen entschieden sich eines Tages, unser Bündnis zu beenden und einen Dämonen nach dem anderen abzuschlachten. Mein liebster Gatte, König Chaos, war der Erste, der die wahre Natur der Menschen zu spüren bekam. Ja, das ist typisch Mensch. So unterschiedlich sind sich die Dämonen dann, die Menschen von den Dämonen ja dann gar nicht, ne? True Story. Ich konnte mich schwer verletzt retten und dem Tode entkommen. Den Menschen habe ich diese Vergehen niemals verziehen. Und so plante ich meine Rache. Ich erschuf die Kristalle, die einen dämonischen Wirt auserwählten und die Energie ihrer Umgebung in sich aufsogen. Alle Menschen, die ihre Hoffnung in diese Steine legten, waren nichts anderes als eine Nahrungsquelle meiner Macht. Du meinst, die Kristalle können keine Wünsche erfüllen? Tja, doch kein Bonuskapitel, tut mir leid, Leute. Sie werden meinen Wunsch erfüllen. Die Vernichtung der Menschheit kann nun beginnen. Das ist doch schon Jahrhunderte her. Die Menschheit kann sich an diese Taten gar nicht mehr erinnern. Die Menschen haben den Krieg begonnen. Ich konnte von hier aus die ganze Zeit beobachten, wie unser Volk nach und nach ausgerottet wurde. Sie haben den Tod verdient. Und ich werde ihr Richter sein.
Deine Rachegelüste haben dich total wahnsinnig gemacht. Die Menschen haben sich geändert. Geändert? Wie kommst du darauf? Sind wir nicht der beste Beweis dafür? Menschen und Dämonen vereint gegen das Böse? Das Böse? Da habe ich wohl die zwei dümmsten Dämonen vor mir stehen, die es je gegeben hat. Ich wollte euch ja erst am Leben lassen, um unsere Rasse nicht noch mehr zu schaden. Aber wenn ihr auf der Seite der Menschen seid... Eieiei. Immer dieser Rassenhass, ne? Aber eigentlich eine gute Thematik, die das Spiel dann natürlich hier aufwirft. Ich habe meine Kräfte wiedererlangt. Endlich. Macht euch bereit, meiner Rache entgegenzutreten. Okay, aber es war echt eine geile Story-Auflösung. Hübsch ist er ja, aber nicht mehr lange. Okay, Leute. Endboss-Time. Wir hauen natürlich wieder alles rauf, was wir haben, ne? Also ihr kennt das Prinzip. Ihr wisst genau, was ich jetzt zuerst machen will. Zuerst gibt es einen Sprinter für die Gruppe. So, jetzt, wo wir noch frisch hinter den Ohren sind, erst einmal machen wir hier ruhig eine richtig gute, was ist denn weiter oben, ne? Heiliges Wasser. Ja, ruhig auf alle. Dann, ja, Dämonenkönigin, Chaoslichtgeist, maybe. Ich probiere es einfach mal. Und dann machen wir hier noch einen schönen Trick, und zwar... die geheime Technik. Oh ja, die ist ja so gut. Okay, let's fetz. So, erstmal schön geboostet hier. Lichtgeist. Oh, kein angemessener Schaden für die MP-Kosten. Aber gut, dass es noch vor Palmeo gerade kam. Der kritische, die Geheimtechnik von Ryoko, wie immer, solide 5000. Das machen wir weiterhin. Okay, aber Lichtgeist kann man knicken. Also das bringt's nicht. So, dann werde ich mir jetzt hier... Ach so, ich hätte erst die Dämonisierung machen sollen. Na egal, jetzt lasse ich es. Sonst ist es gleich wieder weg. Heilige Macht. Der Schaden ist ja so oder so geil. Aber bei dir können wir auf jeden Fall die Dämonisierung machen. Wo ist denn das? Hier doch. Ah, da unten. Okay. Go. So, okay. Wenn es mit dem Lichtgeist nichts wird, wollen wir mal den Wind probieren. Aber ich habe das Gefühl, sie ist gegen alle Elemente mehr oder weniger geschützt. Mal abwarten. So, hier auf jeden Fall wieder die geheime Technik. So, Kraftschub Noxus wird dann soweit sein, dass er angreifen wird. Ich bin gespannt. Da muss ich mal gucken, ob sich dieser Buff auch wirklich auf den Doppelschlag auswirkt. Ob er dann doppelt mal einen geilen Schaden macht oder eher einen Grundschaden. Deswegen greife ich jetzt erstmal normal an. Ich will das jetzt wissen. So, was mache ich jetzt mit dir, Liebste? Ja, ich weiß halt nicht. Shit, der Schaden war jetzt auch nicht so pornös, ne? Ich mach mal einen Donnergeist. Aber ich glaube, das wird wieder nicht so geil. Beziehungsweise, ah, Ryoko müsste ich heilen. Nee, komm, dann lass es. Ich glaube, elementarmäßig kommen wir da nicht so weit. Wo ist das etwas bessere? Hier, mega magisches Wasser hierauf. Ich muss nochmal beim Windgeist gucken. Ich hatte keine 8 drauf, ehrlich gesagt. So, dann machst du halt mal einen Para-Anschlag, weil es gerade nicht reicht für deine geheime Kunst. Ach, jetzt ist er ausgewichen. Musste das sein? So, der Geist macht um die... Ja, ach, nur 1,6. Das ist super wenig. Ich hab den Endboss paralysiert. Das glaubt mir doch keine Sau. Doch, ich habe hier den Videobeweis. Ich hab den... Hey, Leute, ich wollte es mir jetzt nicht einfacher machen. Das war nicht mal großartig eine Absicht. Ich habe das nur gemacht, weil die MP von Ryoko gerade so schwach waren und ich keine Geheimtechnik machen konnte. Es tut mir leid. Ich bin halbwegs unschuldig. Ich mach mal eine Dönerwelle. Und ja, dann greifst du halt nochmal an. So, und hier nochmal die geheime Technik. Oh Mann. Jetzt verstehe ich, warum ihr all meine Dämonen und Atanen besiegen konntet. Ihr habt einen großen Teil eurer Fähigkeiten zurückerlangt. Hätte ich damals gewusst, dass ihr zwei so stark werden würdet, hätte ich euch auserwählt und nicht diesen Schwächling Raven. Er hat mich wirklich enttäuscht. Dann hast du meinen Bruder das angetan? Ich werde dir das nie verzeihen. Ich habe deinem Bruder nur das gegeben, was er wollte, mehr Macht. Doch er war ihrer nicht würdig. Es ist mir egal, was du sagst. Du wirst es noch bereuen, dich mit uns angelinkt zu haben. Mach dich auf dein Ende gefasst. Ja, Noxus aber mit 2600 ist...
Okay, Phase 2, oder? Hey, das war noch billiger wie Raven. Das kaufe ich euch jetzt nicht ab. Es ist vorbei. Du hast verloren. Deine Spielchen haben hier ein Ende. Wie seid ihr nur so stark geworden? Naja, da gab's diesen Obstladen und, schon. Ihr seid doch nur Dämonen unterer Klasse. Ich müsste viel stärker sein als ihr. Tatsächlich? Wie kannst du nur so blind sein? Du willst wirklich die Königin der Dämonen sein? Du bist gar nicht in der Lage, ein Volk zu führen. Nur gemeinsam können wir etwas erreichen, egal ob Mensch oder Dämon. Unser König hatte immer diese Ansicht, warum du nicht? Gemeinsam? Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich mein Volk besser leiten sollen? Vielleicht, ja, es geht nicht anders. Ich habe es begriffen. Wenn ihr eure Zukunft wirklich verändern wollt, dann müsst ihr mich töten und die Kristalle benutzen. Dich töten? Warum bist du plötzlich so merkwürdig? Ich bin es leid zu kämpfen. Ich sehe ein, dass ich gegen euch keine Chance habe. Ihr besitzt etwas, das ich schon vor langer, langer Zeit verloren habe. Wenn ihr die Kristalle wirklich benutzen wollt, müsst ihr mich töten. Ich ergebe mich. Aber hat sie nicht gesagt, die funktionieren gar nicht? Na gut. Was sollen wir machen, Leute? Okay. Also, wie sich das auf das Ende auswirkt, weiß ich nicht. Deswegen werde ich das ganz, normal beantworten, ohne jetzt mit Aufsicht auf einen Extra-Content. Ich würde sie verschonen, ganz ehrlich. Warum sie jetzt unbedingt töten, wenn sie jetzt eh einsichtig ist? Wenn auch ein bisschen spät. Es kann natürlich auch eine Falle sein, ne? Aber selbst das macht ja gerade wenig Sinn. Dann kloppen wir es halt nochmal um. Deswegen, wir werden sie verschonen. Ich will dich nicht töten. Immerhin bist du die Dämonenkönigin. Die Zukunft verändern? Das können wir auch ohne deinen Tod. Bist du dir sicher? Ich denke, ihr wollt die Macht der Kristalle für euch nutzen. Habt ihr denn keinen Wunsch? Ach so, kriege ich nur den Wunsch, wenn sie tot ist. Sie hat recht, Noxus. Wofür haben wir die ganzen Strapazen auf uns genommen? Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach meinen Erinnerungen, wobei sie doch am Ende nur ein Teil meiner Vergangenheit sind. Ich finde, wir sollten uns mehr auf die Zukunft konzentrieren, als auf die Vergangenheit. Xenophia, gib mir die Kristalle. Ich werde die Zukunft ein für alle Mal verändern. Du brauchst dich nicht an den Menschen rächen. Was hast du vor, Noxus? Verdammt. Da seid ihr wohl nicht auf mein Schauspiel reingefallen. Ich werde euch nie verzeihen. Hört ihr? Niemals! Es war ein Trick. Achtung, sie greift an! Macht euch bereit! Okay, was für eine miese Kleine. Okay, jetzt hat sie irgendwelche Schutzschilder oder was soll das darstellen? Oder die Kristalle selbst? Wir werden sehen. Da wollt ihr uns richtig reinlegen, oder? Böses Mädchen. Ja dann. Ich überlege gerade, ja, jetzt den ganzen Spaß von vorne. Aber diesmal, weil ich ja von vornherein wusste, ne, dass da noch eine zweite Phase kommt, jetzt mache ich die Dämonisierung. Mhm. So, genauso wie du. Kommen wir gleich mal mit unserer wahren Gestalt hier zum Vorschein. Dann können wir es ja... Achso, wir haben mehrere Ziele, nehme ich an, oder? Blauer Schild, roter Schild. Ist das so ganz klassisch? Jetzt muss ich Feuer gegen Blau und... Wahrscheinlich muss ich erstmal die Dinger kaputt machen. Gut, probiere ich auf jeden Fall. Dann mache ich natürlich auch hier wieder den Chaos-Lichtgeist. Einfach jetzt mal, um zu sehen, wie sie Schaden nehmen. So grundsätzlich, dass jetzt Xenophia noch geschützt ist, ist mir klar. Aber jetzt bei dem Rest so Trick, geheime Technik, gleich mal auf den blauen Schild. Und los geht's. Okay, die können natürlich auch zaubern, aber ist jetzt nicht so schlimm. Dämonisiert erst einmal. So. Next one. Mhm. So, der Lichtzauber. Der macht beim Blau... Okay, das ist ja kein Problem, bis wir diese Schutzschilde kaputt haben. Vielleicht kannst du die nachcallen, ich weiß nicht. Werden wir bald wissen, aber ich
ich brauche ja fast länger mit dem Buffen als mit dem eigentlichen Kampf. So, Sprintboost, dann, also mal bei Licht. Ich glaube, das hat so oder so Damage gemacht, ne? Ich mache hier jetzt auf jeden Fall irgendwas Eisiges. Das sollte ja wohl funktionieren. Einfach auf alle, das passt schon. Dann hier normaler Angriff auf das Ding und dann noch die geheime Technik. Dann sollte das Schutzschild schon weg sein. Wasserschild. Okay, hätte jetzt mich nicht so auf die Farbe verlassen sollen. Ist anscheinend nichts Feuriges. Obwohl, ja, geht eigentlich. So, Xenophia, da sind wir wieder alleine. Wir beide, ungestört. Ich wäre dann auch schon fast so weit. Ich muss nur noch eine heilige Macht sprechen, um mein wahres Potenzial zu erschöpfen. So, dann würde ich sagen, weil es gerade knapp aussieht, hauen wir doch schnell mal nochmal ein heiliges Wasser raus. Ja, Technik, ja. Technik, die begeistert. Nö, greif nochmal an und was kann ich. Ich mach's mal wieder mit Paraanschlag, ne? Hat ja vorhin so toll funktioniert. Aber, yo. Okay, diesmal hat's nicht funktioniert, das ist beruhigend. So, okay, ich bin jetzt bereit, dich anzugreifen, Werteste. Dann, ja gut, hier wüsste ich jetzt gerade auch nicht, was ich mit ihr machen soll, weil Magie ist ja jetzt nicht so Bombe. Normale Angriff ist ja eigentlich fast am besten und vor allem natürlich halt Ryokos Trick, der mich so fasziniert. Oh, resistent gegen normale Angriffe. Okay, aber das muss beim Doppelangriff nichts heißen. Okay, was rede ich groß. Wir haben's. 62.000 Erfahrungspunkte. Und Noxus erreicht Stufe 58. Palmeo 57, Skylar 57, Ryoko 57. Tut mir leid, aber das ist dein Ende. Für all die Menschen, die durch deine Rache gestorben sind. Ich wollte doch nur die Dämonen rächen. Die Menschen, die sind schuld. Yo. Das war's, Leute. Die Kristalle sind endlich in unserem Besitz. Wir haben es geschafft. Was sollen wir jetzt machen? Die Kristalle benutzen? Weiß auch jemand, wie das geht? Ich weiß, welche Entscheidung ich treffen muss, die Kristalle benutzen soll. Okay. Das ist die große Entscheidung, wie gesagt, sorry nochmal für den Spoiler, aber es war halt wichtig, damit ich weiß, okay, das ist nicht der finale Part, beziehungsweise die Premiere und es geht noch weiter. Und wie gesagt, ihr habt die Wahl, schreibt in die Kommentare, welchen Wunsch. Einmal mache ich den Kampf noch, weil ich will die jetzt nicht dreimal ummoppen, auch wenn es kein Problem ist, ne, aber ihr habt in der Wahl, welchen Wunsch wollt ihr sehen, Palmeo, Ryoko oder Skylar. Wir nehmen jetzt den Wunsch, der uns noch weiter in ein Bonuskapitel bringt hier, nämlich den von unserem Haupthelden Noxus. Ich werde die Kristalle benutzen. Es gibt nur eine Möglichkeit, alles zu bereinigen. Wobei ich an der Stelle mal kurz sagen möchte, hätte ich das jetzt nicht gewusst mit diesem Wunsch und dem Bonuskapitel, hätte ich mich wahrscheinlich in primärer Linie nicht für Noxus entschieden, weil, wie gesagt, sein Wunsch war die ganze Zeit, die Erinnerung zurückzubekommen. Gut, jetzt klingt es schon wieder ein bisschen anders. Wahrscheinlich will er was in Richtung Weltenordnung verändern. Aber trotzdem, ich hätte jemand anderes genommen. Ich werde es euch aber nicht sagen, wen. Weil ich, wie gesagt, euch nicht beeinflussen will. Das sage ich dann danach. Aber gut. Palmeo, kommst du zu mir? Wir müssen uns nun verabschieden. Ryoko, Skylar. Danke, dass ihr mich und Palmeo auf unseren Reisen begleitet habt. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Es war wirklich nett, euch kennenzulernen. Aber unsere Reise hat hier ein Ende. Endlich können wir uns bei euch bedanken. Die Zukunft liegt nun in euren Händen, in den Händen der Menschheit. Was ist los? Was redet ihr da? Also ich vermute, dass Noxus den Plan hat, die Menschen- und die Dämonenwelt voneinander komplett zu trennen, damit es nie wieder zu solchen Kriegen und etc. kommt, solchen Auseinandersetzungen. Mal schauen. Was hast du vor, Noxus? In der Hand der Menschheit. Was meinst du? Tu es, Noxus. Ich bin bei dir. Benutz die Kristalle. Bist du bereit, mein Liebling?
Wir sehen uns wieder. Kristalle, erhört meinen Wunsch. Ich wünsche mir, dass es in dieser Welt niemals dämonische Wesen gegeben hätte und die Menschheit in Frieden leben kann. Oh, aber das ist also... Also bei dem Ausdruck vernichten die sich ja jetzt quasi selbst, mehr oder weniger. Also ich hätte meinen Wunsch vorgezogen, dass sie jetzt einfach alles separat leben, aber gut, dann opfert euch halt. Oh Mann. Nee, kann ja nicht sein, oder? Mal schauen. Epilog. Das wird wohl der, entweder das Finale oder der bereits erspielbare Content sein. Mal schauen. Viele Jahre vor der Entstehung der heiligen Kristalle, Dämonenkönig Karus ist auf dem Weg zu einer Audienz mit dem Menschenkönig Zerus. Ist das jetzt ein Bonus? Oder ist das so oder so immer dabei, der Epilog? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall kein Menü, also ich denke mal, dass das jetzt noch nicht der Bonus-Content ist, sondern dass man das immer sieht. Es war nicht sehr schlau von dir, sich mit ihnen anzulegen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Du bringst uns alle in Gefahr. Das sieht ja cool aus. Du hast dich also von ihnen kaufen lassen. Das hatte ich nicht von dir erwartet, Galan. Luna, du hast dich auch gegen mich verschworen. Du enttäuschst mich. So, so, ich enttäusche dich? Dein Fehler hat uns alle in Verdammnis gebracht. Ich hatte keine Wahl. Du warst nicht dabei und kannst das nicht verstehen. Nun geh schon weiter, du Unglücksbote. Das wirft jetzt ein paar Fragen auf für mich. Der Schwarze Ritter. Sogar du hast dich mit den Menschen verbunden. Du hast Zorn auf dich gezogen und damit auf unser ganzes Volk. Und du bist hier, um mich aufzuhalten? Ich weiß, wie mächtig ihr seid, Eure Majestät. Ich werde euch nicht töten. Das könntest du auch gar nicht, Schwächling. Ich gehe dann mal weiter, man sieht sich. Geht, Dämonenkönig. Es war mir eine Ehre. Ja, wir wissen ja, was mit dem König passiert, zumindest wenn wir seiner Gattin trauen können. Lange nicht gesehen, Bulka. Geht es dir gut? Macht keine Witze. Wie konntet ihr das nur machen? Unsere Völker hatten keine Abmachung. Ich hatte keine Wahl. Ich werde es versuchen zu erklären. Für Erklärung wird es zu spät sein. Auf Wiedersehen, mein alter Freund. Was bist du nur für ein Dämon? Okay. Befolgt unseren Befehl und stellt euch zwischen uns. Okay, ist ja schon gut. Bitte folgt uns. Wir bringen sie zu König Karus. Und macht keine Dummheiten, Dämon. Keine dummen Sachen. Keine Angst, ihr Würmer. Ich weiß, mich zu benehmen. Da bin ich, Eure Hoheit. Können wir reden? Dämonenkönig. Reden, sagst du. Du willst reden. Ich... Du hast meinen einzigen Sohn getötet. Es musste sein.
Er war verwundet. Ich habe ihn von seinem Leiden erlöst. Erlöst, sagst du? Du hast ihn nicht erlöst. Du hast ihn einfach nur getötet. Er wurde schwer verletzt und ich... Du kennst das Gesetz. Wir haben es kreiert, um den Frieden zwischen Dämonen und Menschen zu bewahren. Kein Mensch darf jemals einen Dämon töten und kein Dämon darf jemals einen Menschen töten. Nur so können wir in Frieden leben und nicht anders, aber du... Du weißt, ich kenne unsere Gesetze und ich kenne auch deinen Sohn. Ich konnte ihn nicht so leiden sehen. Genug mit den Ausreden! Du weißt, was auf der Vorstoß unserer Gesetze steht, nicht wahr? Ich werde mein Schicksal akzeptieren, aber lass mich dich warnen. Du wirst einen Krieg heraufbeschwören, der die Menschheit für immer verändern wird. Pass besser auf dich. Los, Männer, führt ihn ab! Ich will, dass dieses Ungeheuer für immer verschwindet! Ah, so ist also der Twist entschieden. Ist natürlich auch interessant. So ein Dämon sieht sowas halt immer anders, ne? Naja, so sei es. Das Dämsch-Zeitalter ist vorüber. Interessant. Dass man das jetzt nachträglich so mitbekommt. Und das war's. Das war Demon Stream New World. So, richtig schön mit Abspann hier. Nice. Ja, okay, jetzt die Schlussszene. Dass die jetzt kam, okay, war auf jeden Fall interessant, aber okay. Gut, warum nicht? Wir wissen ja, dass noch was kommen wird. Nämlich unser Bonuskapitel, das wir dann natürlich auch, ja, wahrscheinlich die Woche schon angehen werden. Sehr schön. Ja, Leute, ich werde jetzt noch nicht so viele Worte verlieren, denn das Ende ist ja relativ offen gehalten. Wir fragen uns jetzt natürlich alle, ja, was ist denn jetzt? wie geht's denn da jetzt weiter? Ist der Wunsch wirklich so in Kraft getreten? Und vor allem bei der Definition des Wunsches, wie geht es jetzt den Dämonen eigentlich genau? Und wie geht es Noxus, Palmeo? Was machen die Menschen ohne Dämonen? Können die sich überhaupt noch dran erinnern? Oder wie ist das jetzt alles? Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und zum Glück müssen wir ja nicht lange warten. Wie gesagt, vermisst jetzt nicht eure Namen hier im Abspann. All das und die Premiere gibt es dann wirklich zum Abschluss. Dann im Bonuskapitel. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. Ich denke jetzt mal nicht so großartig lang. Aber wie gesagt, nach dem Bonuskapitel bringe ich dann noch euren Wunsch, den ihr gerne sehen würdet. Ich denke mal, das ist halt eine kurze Sequenz und das war's. Also ich vermute mal, dass der Epilog sich halt immer dementsprechend anpasst, ne? Dass wir immer einen anderen Epilog sehen. Und jetzt bei Noxus haben wir eben das hier gesehen. Das war ja eher eine Vorgeschichte. Vielleicht ist dieses Wissen wichtig, damit wir jetzt im Bonuskapitel noch besser agieren können. Mal gucken. Vielen Dank fürs Spiel. Natürlich der Abspann relativ kurz. Auf jeden Fall ganz tolles Spiel. Aber wie gesagt, alles so Fazittechnische kommt dann noch, wenn wir wirklich im letzten Part sind. Jetzt schauen wir erstmal. Finn. Theoretisch. Kapitel 10 freigeschaltet. Ja, das wäre nicht passiert, wenn wir einen anderen Wunsch gewählt hätten. Sehr schön. Und da geht's auch schon weiter anscheinend mit Noxus und Palmeo. Wir sind noch am Leben? Noxus, wie haben wir das überlebt? Die Kristalle haben doch unseren Wunsch erfüllt. Vielleicht sind das jetzt auch Menschen geworden. Ja, haben sie. Ich fühle mich jedenfalls ganz anders. Du nicht auch? Ja, als wäre ein Teil von uns abgespalten worden. Ja, tatsächlich. Alle Dämonen sind jetzt menschlich geworden. Das ist ja im Grunde sehr gute Lösung. Ja, das freut mich. Dann ist unsere Reise hier wohl noch nicht zu Ende. Ich denke, die zwei Schlafmützen werden es noch eine Weile mit uns aushalten müssen. Wir sollten auf sie aufpassen. Ohne uns kommen sie nicht klar. Sie wachen auf. Okay. Sie doch. Ah, jetzt verstanden. Ihr seid noch am Leben. Ich dachte schon, ich würde euch nie wiedersehen. Das ist ja fantastisch. Ihr habt mir wirklich einen Schrecken eingejagt.
Ich freue mich auch. Anscheinend haben die Kristalle wirklich unseren Wunsch erfüllt. Jedenfalls ist Palmeus und meine dämonische Kraft verschwunden. Vielleicht hat unsere Menschlichkeit uns letztendlich gerettet. Unsere dämonischen Freunde sind zwar tot, aber dafür haben wir hier neue Freunde gefunden. Endlich können wir in Frieden... Oh, Tarotkarte! Was hat das zu bedeuten? Auserwählte, habt ihr alle 100 Tarotkarten in eurem Besitz, könnt ihr als wahre Menschen wiedergeboren werden. Aber ich hab doch noch nicht alle 100, oder? Euer nächstes Ziel ist Aldras. Ein wahrer Mensch. Dann ist unser nächster Ziel, ein wahrer Mensch zu werden? Das bekommen wir locker hin. Los, lasst uns diese Karten finden. Was, aber... Wir begleiten euch. Zusammen können wir es schaffen. Gut, Leute. Die Reise geht weiter. Okay, jetzt wird es sogar in Kapitel 10 die Geburt nochmal zur Hauptaufgabe, dass wir sämtliche Karten sammeln. Das ist ja interessant. Wir sind ja auch gut dabei. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie viel wir jetzt schon haben. Vielleicht, wenn wir Glück haben, haben wir alle. Aber bei meinem Glück könnte ich mir vorstellen, dass uns 2, 3 fehlen und die müssen wir dann überall suchen. Kannst du nicht auch so einen Kartenfinder Dings geben? Ansonsten haben wir echt ein Problem, ne? aber gut. Aber natürlich würde ich das schon gerne abschließen und gucken, wie die Geburt der wahren Menschlichkeit hier verläuft. Das ist natürlich schon ein Anreiz, eine Motivation. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, ne? Ich hoffe, ich habe nichts überspeichert. Ah, ne, da ist der letzte, genau. Den behalte ich für euren Wunsch. Dann mache ich, warte mal, dann mache ich nochmal auf die 1. Oder ne, ich mache lieber auf die 5. Da war das mit den Steintafeln, das ist länger her. So, ja, okay, wir werden mal gucken. Ich will das auf jeden Fall schon gerne machen, aber ich habe die Befürchtung, wenn da welche fehlen sollten, die jetzt in irgendeinem Dungeon auf der ganzen weiten Welt sind, dann hoffe ich, dass ihr mir da helfen könnt. Also vor allem die, wo das Spiel kennen. Mal überlegen, wo wir eventuell was übersehen haben. Aber vielleicht, wir gehen erstmal nach Aldras, reden mit der Tarothändlerin. Vielleicht gibt es da ja ein kleines Spielzeug, damit wir die eher finden können. Oder eine Hilfestellung oder sonst wie was. Das wäre natürlich sehr gut. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Dann bis zum nächsten Part hier, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Demon Stream New World. Also Freunde, bis denne!